بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal begonnen, Ayatul Kursi zu erläutern, denn Ayatul Kursi soll man nach Beenden des Gebets auch lesen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nach jedem Pflichtgebet den Vers des Thronschemels liest, den hindert nichts daran, ins Paradies zu gelangen, nur dass er stirbt. Und wir waren so weit gekommen, zum Beginn der Sure, haben wir gesagt, wird das Glaubensbekenntnis erwähnt und danach zwei Namen, Al-Hayy und Al-Qayyum, und da waren wir stehen geblieben. Und zwar ist Allah Azza wa Jal Al-Hayy, also der ewig Lebendige, Subhanahu wa Ta'ala, und er ist der ewig Beständige, Jalla Jalaluhu, und das bedeutet, er braucht niemanden. Er braucht keine Unterstützung, er braucht keine Hilfe, Subhanah. Ganz im Gegenteil, er ist derjenige, der hilft und unterstützt. Und Allah Azza wa Jal sagte deswegen, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Und Allah Azza wa Jal sagte, يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind, Allah aber ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und Al-Imam al-Tahawi, rahimahullah, hat in seiner Aqidah erwähnt, er ist ewig lebendig, so stirbt er nicht, und ewig beständig, so schläft er nicht, subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu Allah Jalla wa Ala, sind die Menschen, sind alle Geschöpfe bedürftig und schwach und unwissend, und nur durch die Leitung Allah subhanahu wa ta'ala kommen sie zu einem Teil von Wissen und einem Teil an Besitz, einen Teil an Macht. Allah azza wa jal sagte, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Sag, ruft diejenigen an, die ihr außer ihm angebt. Sie vermögen doch von euch das Unheil weder hinwegzunehmen noch abzuwenden. Das heißt, diejenigen, die angebetet werden außer Allah, diese Götzen, diese Tiere oder die Sonne oder das Feuer, das kann uns weder nutzen noch schaden, sondern es kann nur durch die Erlaubnis Allahs Azza wa Jal etwas uns antun. Aber alleine das Feuer kann dich nicht ernähren, es kann dich nicht versorgen, die Sonne ebenso wenig, die Kühe, die Affen, die Götzen, die Statuen und so weiter und so fort. All die Götzen, die angebetet werden aus Allah, können weder helfen, noch können sie einem schaden. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Und sie haben sich außer ihm Götter genommen, die nichts erschaffen, während sie selbst erschaffen werden, und die sich selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermögen, und die weder über Tod noch über Leben noch über Auferstehung verfügen. Das heißt, sie sind schwach und können dem Menschen nicht helfen. Dann heißt es weiter, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Der Schlummer ist der Beginn des Schlafes oder der kurze Schlaf, ein leichter Schlaf. Aber da Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ist, schläft er nicht und er wird auch nicht müde, sodass er sich ausruhen muss,
wie es einige andere sagen in den anderen Religionen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Welt in 6 Tagen erschuf und am 7. Tag sich ausgeruht hat. Und das ist natürlich eine Beleidigung Allah subhanahu wa ta'ala und mangelnder Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah azza wa jal braucht sich nicht auszuruhen, denn er wird nicht müde. Und Allah azza wa jal hat das mehrfach im Koran erwähnt, die Erschaffung der Himmel und der Erde hat ihn nicht zur Müdigkeit gebracht. Erhaben ist er darüber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies noch einmal erwähnt. Er sagte: Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yukhfidu al-qista wa yurfa'u ilayhi 'amalu al-layl qabla an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla al-layl hijabuhu an-nur law kashafaha la ahraqat subuhat wajhihi kull shay'in adrakahu basar. Allah schläft nicht und es gebührt ihm nicht zu schlafen. Er senkt die Waage und hebt sie. Die Taten der Nacht werden vor den Taten des Tages zu ihm überbracht und die Taten des Tages vor den Taten der Nacht. Sein Schleier ist das Licht. Wenn er ihn, also den Schleier, heben würde, würde die Pracht seiner Erscheinung, seine Schöpfung vernichten, sobald sein Anblick sie erreicht. Subhanahu wa ta'ala. Und warum hat Allah Azza wa Jal beides erwähnt? Warum hat er nicht nur gesagt, er schläft nicht und das war's? Weil einige Menschen dann kommen könnten und sagen, okay, er schläft nicht ganz lange, aber vielleicht ruht er sich aus. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala beides erwähnt, damit keiner irgendwie etwas behaupten könnte, eben dass er sich ausruhen würde. Subhanahu wa ta'ala, erhaben ist er über die Aussagen der Ungläubigen. Dann geht es weiter. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist also der Besitzer allen Seins. Auch dies ist eine Eigenschaft seiner Vollkommenheit und damit ein weiterer Grund für die ausschließliche Anbetung Allahs. Allah Azza wa Jal sagt: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. Sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs anbetet. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der Erde. Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihnen Beistand leisten sollte. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der anbetungswürdig ist, weil die anderen besitzen nichts. Weil du betest jemanden an, um Hilfe zu bekommen, um Versorgung zu bekommen, um Beistand zu bekommen. Aber er kann dir nicht helfen. Wenn er sich selbst nicht helfen kann, diese Skulptur oder dieses Tier oder die Sonne, wie sollen diese Götzen dann erst dir helfen und dich retten? Und Allah Azza wa Jal sagte: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute, gewiss, du hast zu allem die Macht. Das heißt, der Besitz, die Herrschaft, der Stolz, kommt alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu an: Wir sind ein Volk, also wir Muslime, wir sind ein Volk, die den Stolz erreicht haben durch die Religion, denen Allah Stolz gegeben hat durch die Religion. Und wenn wir den Stolz in etwas anderem suchen, außer unserer Religion, wird uns Allah erniedrigen. Und das sehen wir. Diejenigen, die sich schämen dafür, Muslime zu sein, diejenigen, die am liebsten nicht auffallen wollen, dass sie Muslime sind, das sind Menschen, die sind erniedrigt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wird diese Erniedrigung auch verbreiten unter den Menschen, sodass dieser Mensch überhaupt nicht respektiert wird, weder vom Muslim noch vom Nicht-Muslim.
Aber derjenige, der stolz darauf ist, ein Muslim zu sein, der sich freut, ein Muslim zu sein, der sich bekennt, der das nicht versteckt, sondern er klar und deutlich ausdrückt, dass er ein Muslim ist, der sich auch dementsprechend verhält als Muslim, der sich auch so anzieht wie ein Muslim, und genauso die muslimische Frau, die stolz ist, eine Muslimin zu sein, die wird Ehre erfahren von den Muslimen und den Nichtmuslimen. Wie viele Nichtmuslime sagen, schau dir mal diesen Mensch an, der sagt, er ist ein Muslim, guck mal, wie er sich verhält. Weil sie selbst wissen, Muslim zu sein bedeutet, einen noblen Charakter zu haben. Das weiß die ganze Menschheit. Denn die ganze Menschheit weiß, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war. Oder wenn eine muslimische Frau sich nicht angemessen kleidet, dann gibt es viele Nichtmuslime, die sagen, guck mal, die hat ein Kopftuch an, aber zieht enge Sachen an, wie passt denn das und so weiter. Weil der normale Menschenverstand deutet darauf hin, dass dies paradox ist. Aber wenn eine muslimische Frau den Islam umsetzt, dann wird sie, auch wenn es viele gibt, die Verachtung für den Islam und für die Muslime empfinden, dann gibt es doch sehr viele Nichtmuslime, die Achtung davor haben für eine Frau, die sich richtig kleidet aus Überzeugung. Und deswegen müssen wir stolz sein, Muslime zu sein. Wir dürfen uns nicht verstecken oder wir dürfen uns nicht denken, wir wären weniger wert oder wir müssten fürchten und so weiter. Nein, sondern wenn du ein Muslim bist, dann sei stolz, aber sei dann auch ein Botschafter des Islams, ein guter Botschafter des Islams. Denn ob du willst oder nicht, du siehst aus wie ein Muslim, also bist du ein Botschafter des Islams. Und deswegen musst du auch diese Botschaft den Leuten so übermitteln, dass sie auch wissen, das ist tatsächlich eine sehr gute Religion. Wenn du aber ein schlechtes Verhalten hast, dann werden die Menschen natürlich nicht nur dich verachten, sondern die Religion, für die du stehst. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle recht leiten. Also im Gegensatz zum vollkommenen Besitz Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitz des Menschen unvollkommen. Das haben wir schon mal erwähnt bei der Erläuterung von Maliki Yawmiddin, also die zwei Lesarten Maliki und Maliki Yawmiddin. Wir haben gesagt, der Besitz des Menschen ist unvollkommen. Warum? Weil der Besitz verschwinden wird. Oder du wirst vom Besitz verschwinden. Das heißt, entweder der Mensch stirbt und lässt seinen Besitz, oder der Besitz wird gehen, entweder durch Verlust oder durch Diebstahl oder irgendeinen Grund. Aber Allahs Besitz vergeht nicht von ihm und er, subhanahu wa ta'ala, vergeht nicht. Denn er ist lebendig und beständig, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, diese Reihenfolge der Eigenschaften, die in Ayatul Kursi erwähnt werden, ist eine logische Reihenfolge. Das macht Sinn. Das ist keine Anordnung von Namen und Eigenschaften einfach mal so, sondern es wurde zuerst das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens erwähnt. Allah, es gibt keinen außer ihm, also du musst ihm dienen. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm. Warum? Weil Allah lebendig ist. Und er ist beständig, also er braucht keine Hilfe. Und er ist der Besitzer. Denn deswegen müssen wir ihn anbeten, denn ansonsten bekommen wir keinen Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand kommt, aber es gibt doch viele, die nicht an Allah glauben und sie bekommen Besitz, ja, aber was machen sie damit? Und werden sie dafür belohnt? Oder ist das eher eine Prüfung für sie und eine Versuchung? Das heißt, der Muslim darf sich nicht nur das Äußerliche anschauen, der hat viel Geld, also liebt ihn Allah. Oder dem geht's gut, also ist er auf dem richtigen Weg. Denn das ist eine Tücke des Teufels, dass er einem weiß machen möchte, dir geht's doch gut, du hast ein schönes Leben, du hast einen sicheren Arbeitsplatz, was willst du, obwohl du nicht betest, obwohl du nie in die Moschee gehst, obwohl du nicht fastest, obwohl du mit den Muslimen gar nichts zu tun hast, obwohl du Alkohol trinkst und so weiter und so fort. Und dann denkt dieser Mensch, ah ja, das stimmt, ja, also wenn Allah mich hassen würde, hätte er mir nicht all dieses Vermögen gegeben. Und das ist falsch. Warum? Weil der Maßstab der Liebe ist nicht der Besitz. Denn Allah Azza wa Jalla gibt dem Nichtmuslim genauso wie er dem Muslim gibt. Wir haben schon mal das Beispiel erwähnt. Iblis hat von Allah Azza wa Jalla etwas verlangt, dass er ihn leben lässt bis Yawm al-Qiyamah. Hat Allah ihm gesagt, nein.
du hast mir nicht gehorcht oder du hast dich nicht unterworfen, also bekommst du nicht, was du willst. Nein, ganz im Gegenteil, er hat gesagt, bitteschön, du willst das, also bekommst du es. Das zeigt, oder andersrum, soll das etwa bedeuten, dass Allah ihn deswegen liebt? Nein. Und deswegen, der Besitz, den du hast, kann eine Gabe oder eine sogenannte Niqma, also ein Unheil sein. Wie erkenne ich, ob eine Gabe Allahs für mich etwas Gutes oder Schlechtes ist? Wenn du die Gabe nutzt, um näher zu kommen zu Allah, ist es etwas Gutes. Wenn du die Gabe nutzt, um dich von Allah zu entfernen, ist es etwas Schlechtes. Dann kommt die nächste Folge. Wenn Allah der Lebendige ist, wenn Allah der Beständige ist, wenn Allah der Besitzer allen Seins ist, dann ist die Folge, wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Und warum wird jetzt hier die Fürsprache erwähnt? Denn noch einmal, und das haben wir schon mal erwähnt, du kannst durch zwei Angelegenheiten Sicherheit erlangen. Zumindest mal im Diesseits. Entweder durch dein Vermögen oder durch deine Mitmenschen, die dir helfen. Ja, auf der Erde, entweder du kannst dich freikaufen oder du kannst alles erreichen durch dein Geld. Oder wenn du kein Geld hast, aber du hast Leute, Bodyguards, ja, will mit mir reden, zack, hier, bitteschön, pack den mal. Das, sowas ist in der Dunya möglich, aber bei Allah nicht. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla als nächste Folge, nicht, dass du denkst, wenn du keinen Besitz hast, nicht, dass du denkst, wenn du nicht lebendig bist, o Mensch, dass du vielleicht Fürsprache halten könntest durch andere. Nein, 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 nein. Genauso wie dein Besitz nur durch Allah kommt, genauso wie dein Leben nur durch Allah kommt, kannst du auch keine Fürsprache halten. Es gibt keine Hintertür, wo du dann doch noch die Sicherheit Yawm al-Qiyamah erreichst. Nein, sie bekommst du nicht, außer wenn Allah es dir erlaubt. Also selbst die Fürsprache ist gebunden an den Willen und die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, wer ist es denn, das ist eine rhetorische Frage, wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Natürlich keiner. Und das hat Allah azza wa jal sehr oft erwähnt im Koran, dass eben die Folge seines Besitzes ist, dass niemand die Fürsprache besitzt. Denn das gehört zum Besitz Allahs azza wa jal, außer mit seiner Erlaubnis. Und die Erlaubnis, und es gibt zwei Arten der Erlaubnis für die Fürsprache. Einmal erlaubt Allah gewissen Personen die Fürsprache zu halten, das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, für wen diese Fürsprache gehalten wird. Also die erste Frage ist, wer hält die Fürsprache? Die zweite Frage lautet, für wen? In beiden Fällen muss es eine Erlaubnis Allahs geben. Also dass zum Beispiel Allah dem Gesandten erlaubt, alayhi salatu wassalam, die Fürsprache zu halten. Oder den Propheten, oder den Gefährten, oder den Gefolgsleuten Allahs Azza wa Jal, den gottesfürchtigen Menschen. Wer hält die Fürsprache? Nur derjenige, der die Erlaubnis Allahs bekommt. Das ist ein Thema. Das nächste Thema ist nun, wer profitiert von dieser Fürsprache? Für wen wird diese Fürsprache gehalten? Welcher Sündiger darf diese Fürsprache erhalten? Das natürlich geschieht auch nur durch die Erlaubnis Allahs Azza wa Jalla. Allah erwähnt das, indem er sagte: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sag, alle Fürsprache gehört Allah allein, ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Hier wiederum die Beziehung zwischen der Fürsprache und dem Besitz. Denn derjenige, der alles besitzt, ist derjenige, der auch entscheiden kann, für wen die Fürsprache gehalten wird. Hierauf werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Allah Azza wa Jal sagte auch, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wem er es erlaubt. Das ist wichtig.
Es nützt die Fürsprache nicht, selbst wenn jetzt ein Gesandter kommen würde und die Fürsprache halten würde, aber Allah erlaubt dieser Person, diesem Sündiger nicht davon zu profitieren, dann bringt diese Fürsprache natürlich nichts. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene, der Große. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. Das heißt, dies ist die Erlaubnis dafür, dass wer darf die Fürsprache halten. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, welche Wege es gibt, um die Fürsprache zu erlangen. Abu Huraira radiallahu an berichtete dazu, qala annahu qala ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah, qala laqad dhanantu ya Aba Huraira alla yas'alani an hadha al-hadith ahad awla mink lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أبو هريرة berichtete, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, O Gesandter Allahs, wer ist der Fröhlichste durch deine Fürsprache am Tag der Auferstehung? Er sagte, also der Gesandte alaihi salatu wasallam, ich dachte, O Abu Huraira, dass niemand vor dir mich nach dieser Überlieferung fragt, da ich sah, wie bestrebt du bist nach dem Hadith, also nach den Überlieferungen. Der Fröhlichste durch meine Fürsprache ist derjenige, der sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt, aufrichtig aus seinem Herz. Was heißt aufrichtig? Aufrichtig, also er hält sich auch daran. Aufrichtig bedeutet nicht, er sagt La ilaha illallah und dann sündigt er und hält sich überhaupt nicht mehr an den Islam, er betet nicht, fastet nicht und er macht sämtliche Sünden. Das reicht nicht, um Muslim zu sein. Denn die Bestätigung der Existenz Allahs ist nicht ausreichend. Denn Iblis selbst hat bestätigt, dass Allah der Schöpfer ist. Er sagte, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Mich hast du aus rauchlosem Feuer erschaffen und ihn hast du aus Erde erschaffen. Das heißt, Iblis hat nicht gesagt, du bist nicht der Schöpfer. Iblis war kein Atheist. Er hat bestätigt, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer ist. Aber was war das Problem von Iblis? Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Ihm wurde gesagt, du sollst dich niederwerfen, aber er hat sich nicht niedergeworfen. Und deswegen, wenn jemand an die Existenz Allahs glaubt, aber sich nicht unterwirft, dann ist wer sein Vorbild? Iblis natürlich. Dann ähnelt er sich diesem Vorbild eben, dass Iblis zwar geglaubt hat, dass Allah existiert, aber er hat die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala nicht eingehalten. Al-Imam Ibn al-Qayyim sagte bezüglich dieses Hadiths, in seiner Aussage im Hadith, den Abu Huraira überlieferte, der Fröhlichste durch meine Fürsprache ist derjenige, der sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, ist eines der Geheimnisse der Bestätigung der Einzigkeit Allahs, und zwar, dass die Fürsprache nur durch den reinen Glauben an die Einzigkeit Allahs erlangt werden kann. Wer die Einzigkeit Allahs inniger bestätigt, verdient die Fürsprache eher. Daher kann sie nicht durch die Beigesellung eines Vermittlers erreicht werden, wie es die Götzendiener tun. Hier gibt es eine Frage, die sich viele stellen, und zwar, es gibt viele gute Menschen auf dieser Welt, die nicht Muslime sind. Sie spenden, sie helfen den Menschen und so weiter und so fort. Warum werden diese Menschen aber dann Yawm al-Qiyamah nicht ins Paradies eintreten, wenn sie nicht an Allah glauben? Sie haben doch Gutes getan. Und diese Frage zeigt, dass man einen falschen Maßstab hat. Man hat einen falschen Maßstab. Stellen wir uns vor, bleiben wir mal auf irdischem Niveau, stellen wir uns vor, jemand schlägt seine Mutter jeden Tag. Jeden Tag schlägt er. Morgens und abends.
Und wenn er sie geschlagen hat, geht er raus und dann sieht er den einen Armen, gibt ihm Essen, bitteschön. Und dann sieht er ein Waisenkind und dann hilft er ihm. Und dann sieht er eine ältere Dame, die gestolpert ist, dann hilft er ihr. Und dann bringt er den Leuten kostenlos irgendwelches Wissen bei Nachhilfeunterricht und so weiter und so fort. Dieser Mensch jetzt, ist das ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch? Und wenn er nach Hause geht, wo bist du, Mama? Zack, und er schlägt sie noch einmal. Ist das ein guter oder ein schlechter Mensch? Also jeder normale Mensch, der noch einen einigermaßen normalen Charakter besitzt, sagt sich, soll er doch der ganzen Welt helfen. Der Junge schlägt seine Mutter. Das heißt, wenn du einen Maßstab hast und ihn dort ansetzt, die Mutter ist eine Person, die man respektieren muss. Sie hat es verdient, respektiert zu werden. Sie hat es verdient, dass man mit ihr gut umgeht. Wenn du hier den Maßstab ansetzt, dann kommen alle guten Taten unter diesem Aspekt. Wenn du natürlich der Ansicht bist, nee, warum hat die Mutter irgendwelche Rechte? Nee, also für was? Wer ist denn das? Du bist auch ein Mensch so wie ich, oder? Aber Kindern helfen, das ist wichtig. Okay, dann setzt du natürlich den Maßstab hier beim Kinderhelfen an. Zack, Kinderhelfen. Wenn er schlecht zu den Kindern wäre, das bedeutet, er würde ihnen nicht helfen, er würde ihnen nicht spenden und so, dann wäre das bei dir ein schlechter Mensch. Wenn er den Kindern hilft, aber sehr schlecht gegenüber seinen Eltern ist, wäre es für dich egal. Warum? Weil dein Maßstab beginnt nicht bei den Eltern, er beginnt bei den Kindern. Und so weiter und so fort. Und wer sagt, nee, Kinder, was bin ich verantwortlich für die Kinder der ganzen Welt? Nein, nein. Hauptsache, ich mache die Straße sauber vor meiner Haustür und mehr muss ich auch nichts machen. Dann setzt du den Maßstab eben da an. Wenn jemand jetzt irgendeinen Müll vor deiner Haustür legt, dann sagst du, das ist aber ein schlechter Mensch. Obwohl er vielleicht gut ist zu seinen Eltern, gut ist zu seinen Kindern, hat jetzt mal irgendeine Packung vor die Straße gelegt. Das heißt, es kommt darauf an, gut und schlecht bei den Menschen, wo setze ich diesen Maßstab, wo ist der Beginn? Und wir Muslime beginnen wo? Bei Allah Azza wa Jal. Denn die Mutter existiert nicht. Die Kinder existieren nicht. Die Straße existiert nicht, wenn Allah nicht es so entschieden hat. Das heißt, alles, was kommt auf dieser Welt, ist durch den Willen Allahs Azza wa Jal. Und deswegen ist derjenige, der am meisten Rechte besitzt, Allah Azza wa Jal. Und deswegen ist es nicht wertvoll, Yawm al-Qiyamah, wenn jemand Allah nicht anbetet, wenn er Allah verachtet, wenn er Allah nicht respektiert, wenn er Allah Azza wa Jal nicht sich unterwirft und vieles andere tut. Ist das klar? Das heißt, es kommt darauf an, was für einen Maßstab hast du. Und wenn jemand nicht an Allah glaubt, nicht weiß, wer Allah ist, nicht weiß, wie diese Welt entstanden ist und wie viele Gaben Allah uns gegeben hat, bis wir hier leben können und sitzen können und atmen können, wer darüber nicht denkt, der wird natürlich nicht es für eine grausame Tat ansehen, wenn man Allah nicht anbetet. Ist jedem das Seine, wo ist denn das Problem? Aber wenn der Muslim weiß, wer Allah ist, dann sagt man sich, wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein, dass Allah Azza wa Jal, jeder Herzschlag, den du bekommst, ist mit der Hilfe Allahs Azza wa Jal. Zwei Herzschläge weniger, drei Herzschläge weniger und du wirst umfallen, du wirst einen Kollaps bekommen, du würdest irgendwie Probleme bekommen. Allah Azza wa Jal gibt dir diese Kraft und wem dankst du? Du gehst dann zu einem Affen, der irgendwo auf einem Baum ist und du siehst ihn, wirfst dich nieder vor diesem Affen. Oder eine Kuh geht vor dir und du wirfst dich nieder vor der Kuh. Oder die Sonne geht auf und du wirfst dich nieder vor der Sonne. Oder du wirfst dich vor keinem nieder. Und nicht mal vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Muslim hat einen anderen Maßstab. Die Rechte beginnen nicht bei den Eltern und bei den Kindern. All diese haben Rechte natürlich. Die Straße hat Recht.
Die Umwelt hat Recht. Die Tiere haben Recht. Allah Azza wa Jal hat einer Prostituierten vergeben, weil sie einem Hund etwas zu trinken gegeben hat. Der Hund ist ja rituell unrein im Islam. Man muss sich ja, wenn der ein Hund aus einer Schüssel getrunken oder gefressen hat, muss man diese Schüssel ja 7-mal waschen, 1-mal davon mit Erde. Und trotzdem, und man darf als Muslim keinen Hund daheim haben, denn wer einen Hund daheim in der Wohnung hat, bekommt täglich 2 Berge voller Hasanat verloren. Und so weiter und so fort. Und trotz alledem kommt diese Frau, die eines der größten Sünden mehrfach tut, nicht einmal. Und trotzdem gelangt sie ins Paradies. Das heißt, im Islam gibt es sowohl die Tierrechte als die Menschenrechte als auch die Djinnrechte. Die gibt es ja in den Menschenrechten nicht. Ne? Und deswegen dürfen wir zum Beispiel nicht die Knochen einfach so damit uns waschen. Heutzutage benutzt man ja Toilettenpapier, aber früher, zu Zeiten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, hat man auch Knochen benutzt, um sich zu reinigen nach dem Toilettengang. Und das ist verboten. Warum? Weil das die Nahrung der Djinn ist. Das heißt, selbst auf die Djinn achten wir. Der Muslim achtet auf alle, aber an allererster Stelle auf wen? Auf Allah Jalla wa Ala. Und das will Allah Azza wa Jalla. Und deswegen darf man sich nicht hier irreleiten lassen von Menschen, sagen, ja, der hat doch Gutes getan. Wie hat er denn Gutes getan? Das noch einmal, das ist genauso wie derjenige, der nicht gut ist gegenüber seiner Mutter, aber Waisenkinder hilft. Ist das ein guter Mensch? Natürlich nicht. Ja, soll er das unterlassen, Waisenkinder zu helfen? Nein, warum denn immer ins Negative? Warum sagen wir nicht, nein, er soll zusätzlich dazu auch gut sein zu seiner Mutter? Also, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Fürsprache Yawm al-Qiyamah bekommt man nur, wenn man ein Muwahhid ist. Muwahhid, also jemand, der den Tawhid bestätigt, die Einzigkeit Allahs Azza wa Jal, dass man niemanden anbetet außer Allah, dass man niemanden verehrt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann geht es weiter. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Denn das, die Kenntnis und das Wissen ist natürlich eines der wichtigsten Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Also, wir haben Ayatul Kursi. Er ist lebendig, er ist beständig, er ist der Besitzer. Folge seines Besitzes ist, dass die Fürsprache nur durch ihn erlangt werden kann. Und drittens, oder das nächste eben, dass er allwissend ist. Allah Azza wa Jalla weiß alles. Er weiß, was war, er weiß, was ist. Und was sein wird, und er weiß, was nicht ist, wenn es wäre, wie es dann wäre. Er weiß, was nicht ist, was noch nicht eingetreten ist. Wenn es eingetreten wäre, wie es dann sein wird. Das weiß Allah Azza wa Jal auch. Er weiß, er kennt deine Gedanken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Also nichts entgeht Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagte, وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, die Stunde kommt nicht über uns. Sag, doch bei meinem Herrn, sie kommt ganz gewiss über euch, bei ihm, dem Kenner des Verborgenen. Es entgeht ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der Erde. Und es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Das heißt, Allah Azza wa Jal kennt alles und er weiß alles. Und deswegen müssen wir ihn anbeten. Noch einmal, also Ayatul Kursi hat dir deine Aufgabe erklärt und dann noch belegt, warum.
Zuerst einmal, wir müssen Allah dienen und dann erklärt uns Allah Azza wa Jalla in Ayatul Kursi warum. Noch einmal, er ist der Lebendige, der Beständige, er ist der Besitzer der Fürsprache, er kennt alles, subhanahu wa ta'ala, und es vergeht und entgeht, subhanahu wa ta'ala, nichts. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Wie beim Besitz. Du besitzt nur so viel Allah dir gibt. So ist es auch im Wissen. Du wirst nur das wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns im Koran, und das ist herrlich, wie das Wissen beim Menschen entsteht und wieder vergeht. Das heißt, Allah Azza wa Jalla erklärt dem Menschen im Koran, dein Wissen, das du hast, das ist eine Gabe Allahs Azza wa Jalla, und du bist unwissend in jeder Phase deines Lebens. Und Allah Azza wa Jalla redet hier von drei Phasen. Einmal als kleines Kind, einmal als Junger, beziehungsweise also als Mann, beziehungsweise eben Frau, und dann die dritte Phase im Alter. Also als Kind, dann als Erwachsener und dann im Alter. In allen drei Phasen bist du unwissend. Du hast vielleicht etwas Wissen, aber die Eigenschaft, dass du unwissend bist, bleibt. Allah Azza wa Jalla sagt, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, weiß gar nichts. Es weiß nicht mal, wie es schlafen soll. Also heutzutage, Alhamdulillah, als Erwachsener weißt du, wie du schläfst, machst alles zu und so wenig Lärm wie möglich, die Augen zu, und dann weißt du, irgendwann schlafe ich. Sag das mal einem kleinen Kind. Ein Neugeborener, wenn er schlafen möchte, was macht es? Fängt an zu weinen. Ja, schlaf doch. Ja, aber es kann nicht schlafen. Das hat noch nicht gelernt, wie man schläft. Und deswegen fängt die Mutter oder der Vater an, dieses Kind zum Schlafen zu bringen. Subhanallah, nicht mal das hat man gewusst. Dann geht es weiter. Und zwar am Ende des Lebens kehrt der Mensch wieder zur Unwissenheit zurück. Allah Azza wa Jalla sagte, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Und Allah hat euch erschaffen, hierauf beruft er euch ab. Und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter zurückgebracht, sodass er nach vorherigem Wissen nichts mehr weiß. Gewiss, Allah ist allwissend und hat Macht. Das heißt, wenn man älter wird, wird man natürlich vergesslicher, wird man nicht mehr so aktiv sein wie als Erwachsener oder Jugendlicher. Das heißt, man kehrt zurück zur Unwissenheit. Und zwischen diesen zwei Phasen, zwischen dem Kindesalter und dem Erwachsenen, also dem Greisenalter, hat der Mensch immer eine Phase der Unwissenheit. Allah Azza wa Jalla sagte, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمِ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und die Engel sagten, قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Sie sagten, Preis sei dir, wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast, du bist ja der Allwissende und Allweise. Und Allah Azza wa Jalla sagte, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Und Allah Azza wa Jalla sagte auch, خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. Er hat den Menschen erschaffen, er hat ihn die klare Darlegung gelehrt. Dann kommen wir in Ayatul Kursi zu einem Geschöpf, eines der größten und gewaltigsten Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist Al-Kursi. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde.
Und An-Nabi alayhi salatu wassalam hat uns über diesen Thronschemel erzählt. An Abi Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu qal dakhaltu al-Masjid al-Haram faraitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wahda fajalastu ilayhi faqultu ya Rasulallah ayyuma ayatin unzilat alayka afdal qala ayatul kursi mas samawati as-sab'u fil kursi illa ka halaqatin mulqatin بأرض فلاه كحلقة ملقاة بأرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. Abu Dharr radiyallahu anhu sagte, ich bin in die heilige Moschee eingetreten und sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam alleine sitzen. So setzte ich mich neben ihm hin und sagte, O Gesandter Allahs, welche Ayat, die auf dich herabgesandt wurde, ist die beste? Er sagte, der Vers des Thronschemels, die Himmel und die Erde oder die Himmel sind im Vergleich zum Thronschemel wie ein Ring, der in einer Wüste liegt. Und der Thron ist im Vergleich zum Thronschemel wie die Wüste im Vergleich zum Ring. Dies ist nur ein Geschöpf, das so gewaltig ist. Der Gedanke an dieses Geschöpf führt den Menschen zur Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagte, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Dieses Geschöpf, Al-Kursi, ist also ein gewaltiges Geschöpf, Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt natürlich seinen Besitz und seine Macht und sein Wissen und seine Gewaltigkeit und seine Kraft und seinen Stolz, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen führen diese Eigenschaften, die hier erwähnt werden in Ayatul Kursi, zur Demut des Menschen vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich diese Angelegenheiten vor Augen hält. Und das nächste Mal machen wir dann weiter bi'idhnillah mit der Erläuterung des letzten Teiles dieser Aya. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.